Hey, toll. Wer bist du? Ich würde gerne einen Klingelstreich machen. Sind Sie in Gefahr? Die Maske für meine Sexfigur ist auch. Kogel, Alter, verpiss dich. Bodenkobold-Infektion. Mein Samensalat verkaufen. Ach, haben Sie mir ein Bein gestellt? Ey, Tori, wann kommen eigentlich wieder Pranks? Du hast recht. Der alte wird immer besser. Es wird wieder Zeit. Heute machen wir Klingelstreiche. Wer bist du? Der Chef von Deutschland! Wer klingt am meisten an einem Rentner? Dürrenbecher, Hillert, Kretschmer, Hübner, Metzner oder Lungenwitz? Ich glaube Hillert. Hillert ist es. Hallo? Habe ich jetzt bei Ihnen geklingelt? Nein. Wie heißen Sie denn? Ey, könnten Sie mir einen Nachnamen sagen? Ich würde nämlich gerne einen Klingelstreich machen bei Ihnen. Was meinen Sie? Können Sie mir einen Nachnamen sagen? Ich würde gerne einen Klingelstreich machen bei Ihnen. Nee, wird nie gemacht. Nee? Okay, schade. Haben Sie irgendwelche Tipps oder so für Klingel? Ja, okay, machen Sie das Fenster zu. Böhme. Böhme klingt sehr alt. Hallo? Schönen guten Tag, ich wollte einen Klingelstreich machen, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie. Noah, sag kurz, du musst dich vorstellen, so mäßig. Bin auf Pornhub. Entschuldigung, fühlen Sie sich in Gefahr? Fühlen Sie sich in Gefahr? Was bin ich? Ist alles gut? Sind Sie in Gefahr? Weil ich bin Spider-Man. Sie können mich einfach rufen. Entschuldigung, sind Sie in Gefahr? Guten Tag, sind Sie in Gefahr? Bitte? Sind Sie in Gefahr? Nein. Weil ich bin Spider-Man, also Sie können mich einfach rufen, ne? Das ist die Maske, die setze ich immer auf für meine Sexvideos. Ja, dann machen wir es schön weiter. Schönen Abend noch. Noah, der will halt, der will so werden wie ich. Digga, ich weiß nicht, schlag deine Kamera auf den Boden. Noah ist halt ein... We got millions. You're interrupting us. We got millions, okay? Du hast viel Potenzial. Ah, Alter! Oh, Digga! Das waren 2 Meter Insekten, die auf meinem Arm Sex hatten. Ja, ich hab's gesehen. Hallo. Ich hatte meine 4. Impfung. Wir sind ein Kleinunternehmen und wir verkaufen vor heute. Und ich wollte fragen, ob Sie Interesse hätten. Nee? Wir haben ganz viele. Kleine, große, dicke, dünne. Karamellisiert. Auch karamellisierte. Wissen Sie, ob gerade jemand im Flur ist? Ja, der Handwerker. Ah, wir hätten auch noch ein paar Rohre zu verlegen. Alles. Ja, okay. Macht mal euer Ding. Jo, machen Sie Ihr Ding. Ich rede mit der Oma und du fängst an zu lachen, du Penner. Was ist denn das? Du kannst nicht einfach anfangen zu lachen, Junge. Ja, ich schwör's, wenn du daneben stehst, ist es unmöglich. Es ist unmöglich, nicht zu lachen. Die Ränder brauchen wir ein bisschen, bis zur Klingel. Ja? Hallo. Folgendes. Ich habe ein kleines Unternehmen gegründet und ich wollte meine Kirschkerne verkaufen. Nur das Problem ist, ich habe jetzt die ganzen Kirschen schon gegessen und ich müsste die Kerne jetzt erstmal auskacken. Ja, und? Was habe ich damit zu tun? Naja, ich würde die dann bei Ihnen auskacken und Sie dürfen sich dann die so rauspflücken. Ja, du bist wohl nicht ganz richtig, soll ich mal runterkommen? Ja, aber draußen ist es vielleicht ein bisschen eklig. Ja, und? Das ist mir doch egal, du Vogel, Alter. Quatsch mich nur einmal vollkommen runter. So haben Sie kein Interesse? Nee, du Vogel, Alter, verpiss dich. Komm okay. Gleich runter. Okay. Dann zeig mal, wer hier bewegt. Bei wem kacken kann und wer hier gerne raussuchen kann. Ich hatte ja ganz freundlich gefragt, ich wollte ja gar keinen Stress. Ja. Ich meine, ich muss nur kacken und. Ja. Kennen Sie den Nachbar hier nebenan? Ich wollte ihm meine Kirschkerne verkaufen und er hat mich jetzt beleidigt. Und ich bin richtig traurig jetzt. Können Sie vielleicht meine Kirschkerne abkaufen? Nee, ich schenke sie Ihnen auch. Du gibst mir 3 Wörter und aus diesen 3 Wörtern muss ich einen Klingelstreich zusammenbauen. Einmal Samensalat. Samensalat. Das ist ein Wort. Ja. Samensalat.
Hodenkobold. Triangel. Samensalat, Hodenkobold, Triangel. Easy, easy. Pass auf, ich werde das perfekt machen. Ja, bitte? Hallo. Hallo. Haben Sie kurz Zeit? Ich will nur ganz kurz mit Ihnen reden, eine Minute. Also, wir hatten jetzt ein Problem bei mir zu Hause im Keller, war halt alles voll mit Hodenkobolden. Ja, mach mal auf, ich kann es besser sehen. Wie bitte? Okay, komm einfach mit. Hallo? Ja. Hallo. Mein Kollege ist mit dabei, der dokumentiert das. Ist das für Sie okay? Was wollen Sie denn? Ja, ich will es Ihnen kurz erzählen. Kommen Sie bitte näher, ich verstehe schlecht. In meinem Keller war alles voll mit Hodenkobolden. Und die haben halt alles befallen dort in dem Keller. Was, hier im Block? Nee, in meinem Haus. Ja, und was ist da drin? Was wollen Sie denn da? Und wir mussten jetzt alles wegwerfen. Und das Einzige, was noch ganz ist, ist der Samensalat. Ach, das will ich nehmen. Ja, ich wollte vor allem sie verkaufen. Nein. Weil, das brauche ich. Naja, meine Mutter verkauft das eigentlich, aber die ist über einen Hodenkobold gestolpert und hat sie sich das Bein gebrochen. Das sieht jetzt aus wie eine Triangel, ihr Bein. Und da mache ich das halt jetzt für meine Mutter. Kommen Sie mal rein. Ja. Ich verstehe das nicht schlecht. Das scheint okay, alles so. Kein Problem. So, kommen Sie erstmal rein. Aber jetzt erzählen Sie mal von vorne noch. Wollen wir uns kurz hinsetzen? Vielleicht besser für Sie? Okay. Ja, das können wir auch. Okay. Also bei mir im Keller. Wo wohnt Sie denn? Hier gleich drüben. Na, wo drüben? Gut, ist mir vertreten. Ja, genau. Ja, und? Und in unserem Keller hatten wir eine Hodenkobold-Infektion. Was haben Sie da? Ganz viele kleine Hodenkobolde sind da. Und die haben. Kobold? Ja, Hodenkobolde. Was ist denn das? Das sind so kleine Kobolde. Die sehen aus wie ein paar Hoden. Naja, und die lachen so. Was soll ich denn damit? Naja, ich wollte ihnen dann meinen Samensalat verkaufen, weil die Hodenkobolde haben alles kaputt gemacht im Keller. Und das Einzige, was noch übrig ist, ist der Samensalat. Und meine Mutter verkauft den, aber die kann den nicht verkaufen, weil ein Hodenkobold ihren Bein gestellt hat. Und die hat sich das Bein gebrochen und ihr Bein hat jetzt so die Form von einem Triangel. Ja, aber wissen Sie, ich brauche das nicht. Okay, so. Schade. Ich bin ja nicht mehr so fit. Sie sind ja kaum. Nee, das ist kein Problem. Alles in Ordnung. Dann fragen wir andere, dann ist alles in Ordnung. Ich bin nicht so fit. Und das wollen die wohl fotografieren oder wie? Ja, wir machen deine Dokumente. Meine Mom würde es gern sehen, dass wir alles ordentlich machen. Ach so. Ja. Dann kriegen wir mehr Provision. Ich weiß, das von mir beleidigt euch noch, aber mich hat das jetzt ein bisschen interessiert. Ja, ist alles in Ordnung. Ich glaube, das sind die solche. Nee, ist in Ordnung. Ich kann nicht mehr so fit, aber. Mich interessiert das sehr viel. Nee, Sie sind gut, sehr sympathisch. Dann wünsche ich Ihrer Mutti, ja, dass sie wieder richtig fit wird. Ja, vielen Dank. Ja, na gut, dann können wir nicht weiter. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Sie sind sehr gastfreundlich. Sehr gastfreundlich. Alles gut, ja, wir sind doch fit. Strick Ihnen die Daumen, dass alles gut wird. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Gut. Man sieht sich. Tschüssi. Tschüssi. Oh mein Gott, Digga. Das war die coolste Oma, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Was war das denn? Digga, ich hab's gar nicht gecheckt, Digga. Krank. Ich hab perfekt die Geschichte aufgebaut. Ich muss mir so das Lachen verkaufen. Junge, ich schwöre, ich musste zwei, dreimal schmunzeln, aber nur weil du gelacht hast, wirklich. Wenn jemand lacht, wenn ich irgendwas Scheiße mache, dann bin ich dafür so anfällig, das ist so krank, Digga. Digga, ich konnte gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das geht. Digga, ich hab den Lachkrampf meines Todes da oben gehabt. Digga. Man holt hier uns in ihre Wohnung rein. Digga, was? Die war so lieb, ne? Das Ding ist halt, wir sind in Sachsen, es gibt so viele Rentner und die haben alle den ganzen Tag nichts zu tun, weißt du? Guck mal, die ist ganz alleine da oben und da freut sie sich halt, wenn mal jemand was vom Hodenkobold erzählt. Wichst du? Ob ich wichse? Ja, na klar, wichse ich.